Hi. Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Elden Ring geht weiter. Den dicken Boss besiegt. Den Turm, den Eingang zum Turm gefunden. Ein neues Gebiet wartet. Aber nein, wir haben noch ein paar Rechnungen offen. Ich habe noch ein paar Rechnungen offen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe Bock, ein paar Zauber zu lernen. Momentan, weiß ich nicht, finde ich keinen, der mir gute Zauber beibringt, beziehungsweise haben die ein bisschen was gekostet. So der ein oder andere Zauber, den werde ich auf jeden Fall mal testen. Aber jetzt gehen wir erstmal eine Rechnung begleichen. Ich bin gespannt und boah, ich habe mir ja gedacht, da das hier mit Y gedrückt halten und fährt und so, ich will mir ja sowieso einen neuen Controller besorgen. Und dann geht's in die Einstellungen, ey. Das wird, glaube ich, geil in dem Spiel. Gerade bei solchen Kämpfen wie denen, den ich jetzt vorhab, ist es, glaube ich, ganz geschickt, wenn man schnell aufs Pferd aufsteigen kann und nicht erst eine Taste gedrückt halten muss. Genau in solchen Momenten dann. Ich würde ihn auch gerne zweihändig angreifen. Und vom Pferd absteigen und dann schnell aufs Pferd wieder aufsteigen. Der Wechsel zwischen beidhändig und einhändig ist auch so ein Ding, ja, absolut. Das hat ihm nicht gepasst. Ah, oha! Oha! Okay. Gut, also ich darf mich so ziemlich gar nicht treffen lassen von dem Kollegen. So wie es aussieht. Ja, die Steuerung ist leicht kompliziert und mit dem neuen Controller habe ich dann Tasten unten am Controller und da könnte ich mir dann solche Sachen drauflegen wie aufs Pferd steigen vielleicht. Kann ich da irgendwie eine Schnelltaste für vergeben? Mal gucken, was man da machen kann. Das war knapp. Wo ist er? Da hinten. Ah, das finde ich auch so geil, wenn er da auf diesem Ding landet, ne? Ist einfach so gut gemacht. Auch dieser Kampf hier in der offenen Welt. Richtig nice. Schnell weg. Wir wollen nicht angezündet werden, bitte.
So, jetzt würde ich gerne schnell absteigen. Guck mal, jetzt habe ich... Damit ich ihn hier mit einem anderen Angriff angreifen kann. Aber es geht halt einfach nicht, weil... So, und jetzt habe ich ein Problem. Jetzt will ich schnell aufs Pferd. Ja, und krieg Schaden. Also das Pferd hat Schaden bekommen anscheinend. So, und jetzt will ich eigentlich schnell runter vom Pferd. Das dauert dann 100 Jahre. Jetzt will ich eigentlich wieder schnell aufs Pferd drauf. Ist ein bisschen doof. Hallo, runter vom Pferd bitte. Ach, es hat 100, ja, es... Hat er sein Bein genau im richtigen Moment gehoben, ey. Shit. Ach, Kacke. Es wäre so schön, wenn ich schnell vom Pferd runter könnte. Aber man kann einfach nicht schnell rauf und runter. Hallo, geh vom Pferd! Verdammte Axt, was ist jetzt los? Nein, zweihändig. Hilfe! Oh, die Steuerung. Und aufs Pferd drauf, bitte. Oh, das ist auch geil, wie das Feuer gerade von dieser Ruine abgelenkt wurde nach oben. Mega. Dämliche Fledermäuse. Nee. Fledermäuschen, das lassen wir mal. Das ist sehr dumm, was ihr da macht. Ey, komm, das muss jetzt echt nicht sein. Wow. Autsch. Das ist mega geil, dass das Feuer hier so nach oben abgelenkt wird. Sau gut, ey. Yes.
Nice. Drachenherz. Eine neue Kraft der Drachen ist in der Kathedrale der Drachenkommunikation. Irgendwas. Kathedrale der Drachenkommunikation. Okay, kenne ich nicht. Weiß ich nicht. Tunnel von Limgrave. Keine Ahnung, wo der mich hinführt. Vielleicht darüber? Kristalltunnel von Selina. So, Rechnung Nummer 1 beglichen. Wie gesagt, ich hätte ihn gerne ein bisschen anders bekämpft. Öfter zwischen seinen Beinen viel Schaden machen. Leider ist das mit dem aufs Pferd steigen und absteigen bei meinem Controller noch ein bisschen seltsam. Da werde ich mir versuchen, eine Alternative zu basteln, bitte, also in der Steuerung, sobald ich dann einen anderen Controller habe, der dringend notwendig ist, weil der hier geht auch langsam. Also, er funktioniert noch hervorragend, aber die Sticks sind halt langsam abgenutzt. So, warte mal, Zauber lernen. Was ist das hier für ein Zauber? Ruft rachsüchtige Geister, die Gegner verfolgen. Okay, finde ich geil. Das klingt super. Weih und Glar. Weih und Glar. Stufenaufstieg. Weisheit und Glaube. Ja, dann lernen wir doch einfach mal ein bisschen Weisheit und Glaube noch dazu. (lacht) 16 Weisheit, 14 Glaube. Und vielleicht Arkanenergie irgendwann mal noch, keine Ahnung. Aber ich will ein bisschen Zauber mit reinmischen in meinen Build. So, eierlegende Wollmilchsau, sagt man ja so schön. Deswegen gehen wir auch ein bisschen auf Weisheit und Glaube. Um vielleicht den ein oder anderen Zauber dann lernen zu können, den man findet. So, also die vom Drachen verbrannte Ruine hat mich hier rauf teleportiert. Das war wild. Da bin ich noch nicht mit fertig. Das ist ein Tunnel. Hier oben bin ich. Da sind Katakomben. Na komm. Let's go. Auf geht's in die Katakomben. Die waren hier rechts oben, glaube ich, irgendwo. Jetzt muss ich erstmal 100 Jahre irgendwelche Tasten drücken, um das Pferd zu rufen. Da. Habe ich die Gnade noch gar nicht aktiviert? Ah, guck mal. Nee, da gedrückt halten und dann so. Okay. Let's go. Wurzelharz. Ah, Skelettos.
Ich versuche gerade zu parieren. Parieren zu lernen, auf dem seine Waffe. Nicht wundern. Typisch Skelett. Ein typischer Skelett-Move. Es will wieder aufstehen. Ach, jetzt steht's auf. Wow. Skelettbogenschützen. Ja, ja. Mist, zu früh immer. Kommt irgendwie nicht ganz hin. Ich muss noch mal. Ich brauche mehr Heilung. Der Loot respawnt auch jedes Mal. Da habe ich, glaube ich, kein Limit, würde ich sagen. Bisher wirkt es nicht so, als hätte ich ein Loot-Limit. Das gibt's nicht. Ich komm gerade nicht so ganz auf das Parier-Timing der Skelette. Dass ich das nicht vorher kaputt machen kann, ist auch ein bisschen mies. Dunkler, schmaler Gang. Ein dunkler, schmaler Gang. Nein, da werde ich nicht reingehen.
Menschenknochensplitter. Alrighty. Ich habe hinter mir was gehört. Aber hier geht's jetzt nach unten und der dunkle, schmale Gang blieb auf derselben Höhe. Ich finde es sehr, sehr geil, dass nicht erkennbar ist, welche Skelette aufstehen und welche nicht. Das ist sehr gut gemacht, dass nicht erkennbar ist, welche Skelette aufstehen. Richtig nice. Überall tappelt und trippelt es. Ah ja, guck mal, war die richtige Entscheidung. Erstmal oben lang zu gehen. Wo kommt der denn her? Uchigatana. Kennt man doch. So, ihr seid ziemlich viele da unten jetzt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da hinten ist, glaube ich... Oh, aua. Da hinten ist, glaube ich, der Hebel für den Mechanismus. Ich glaube, ich sprint einfach an denen jetzt vorbei. Au! Ey, ja, 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 ja. Kollege. Scheiße. 8000, 3000 Seelen. Das wäre ein Level, ne? Ach, nee, komm. Der Boss wird mir genug geben. So, weiter geht's. Geradeaus. Jawohl, Boss-Tür. Sehr gut. Assassine der schwarzen Klinge. Ich finde gerade den Moment nicht. Ey! Ah. Weißt du was? Dann machen wir es anders, Kollege. Dann kriegst du nämlich den hier. Einfach mitten ins Gesicht. So nämlich. Assassinen-Purpur-Klinge. Okay. Nice. Thorsten, grüß dich. Hi, schön, dass ihr am Start seid. Ich hatte mal eine kurze Zeit Doppel-Uchigatana gezockt. Geil. Klingt cool. Todeswurzel. Ein Schlüssel. Okay.
Ja. Nice. Ein Messerchen gekriegt. Ey, der Move von dem Schwert, der ist so nice. Ich glaube, ich habe mich halt eh schon jetzt in dieses Schwert verliebt, ne? Einmal hier wegmarkieren, die Markierung entfernen. Nee, nicht allem entfernen. Ich will nur... Wie kann ich denn die Markierung entfernen? Wie kann ich denn jetzt die Markierung entfernen? Ich kann nur alle Markierungen entfernen, aber ich will nicht alle Markierungen entfernen, ich will nur eine Markierung entfernen. Du hattest nur die blauen benutzt. Aber ich muss mir die... Ich hab mir ja die Orte markiert, die ich noch nicht beendet habe. Die ich gefunden und noch nicht beendet habe. Das heißt, also eigentlich... Schließen, Markierung, Marker platzieren. Orte der Gnade. Zoomen, Hilfe. Hilfe. Menüerklärung. Leuchtende Marker frei platzieren. Über das Kartenmenü könnt ihr euch aktuell... Ja, wow. Ah. Easy. Einfach den man ausgewählt hat, nochmal anwählen, dann wird er entfernt. Passt. Und zwar... Oh, ich sollte einmal... Einmal Platz nehmen. Nehmen Sie Platz. Wie viel? Oh, der hat mir ja kaum Runen gegeben, der Boss. Dieser Move hier. Zack und dann. Zipp, der ist geil. Der macht richtig Bock, damit zu spielen, ey. Das in Kombination mit dem Parieren und vielleicht noch dem ein oder anderen Zauber. Jetzt, das wird geil. Das wird richtig geil. So, erledigt. Der Drache ist erledigt. Hier, da, den Tunnel von Limgrave. Den gucken wir uns jetzt an, würde ich sagen. Oder? Ah, hier unten könnte ich auch nochmal ein bisschen rumschauen. Das sieht interessant aus hier. Das würde ich mir schon gerne auch nochmal angucken. Ah, komm. Wir gehen ein bisschen nach Süden, bevor ich hier in den Tunnel reinschaue. Zwei Doppelklingen. Klingt auch wild. Oh, warte mal. Apropos Doppelklingen. Ich könnte ja mal kurz gucken. Das Uchigatana. Geschick. Fehlt mir ein bisschen. Kann ich denn irgendwo... Talent Duell. Okay, das ist Talent Iaido. Ein Talent der Schwertkämpfer des Schilflands. Ihr steckt die Waffe weg und haltet sie in konzentrierter Haltung an der Hüfte. Setzt mit einem normalen oder starken Angriff nach, um einen blitzschnellen Hieb auszuführen. Hinten raus kann man echt coole Builds spielen. Ah, so ein Speer ist natürlich vielleicht auf dem Pferd ganz geil noch. So, ein bisschen nach Süden. Ist der Drache, ist das ein Respawn-Gegner? Nee, ne? Der müsste jetzt weg sein. Ja. Der ärgert mich hier nicht mehr. Nice.
Ah, die Boys zu Pferd, die, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da würde ich mal probieren, einen zu parieren. Mit denen habe ich auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Wenn da mal einer auf einer freien Wiese... Ah, guck mal hier. Eine Gnade. Wunderbärchen. Es gibt aber auch keine schnelle Möglichkeit, von diesem Pferd abzusteigen, außer zu stürzen. Heute machen die FPS wieder zu schaffen. Heute wollen sie nicht so ganz. Gerade so 57 bis 60. 55 bis 60. Nach was buddelt ihr denn da? Das sieht spannend aus. Hast du Loot? Kein Loot. Oh, da hinten ist auch noch eine Burg. Wow, okay, alles klar. Let's go. Okay. Zu früh. Ist das hier irgendein benannter Ort oder so? Oh, guck mal. Oh, schau mal einer an. Hier zeigt mir jetzt die Gnade in die andere Richtung. Okay. Da rennt einer mit einem Banner rum. Ah, komm. Erstmal du. Sternenlichtsplitter. Okay, was ist das? Sternenlichtsplitter. Objektherstellung, nee, Inventar. Da. Ah, okay. Fokuspunkte, Regeneration. Da gibt's noch einiges zu entdecken da hinten. Da ist aber auch ein komplett neues Gebiet noch. Anscheinend. Ah, das ist jetzt auf... darauf bezogen, dass man echt coole Builds spielen kann. Jeder zweite Hit Bleed auslöst. Das ist ja wild. Wer ist da oben? Ach, guck mal. Haben sie dir...
Nochmal einer, der hier rummagiert. Wo ist der? Welcher ist das hier? Ja, was? Kommst du oder glotzt du? Wo? Ach, da oben! Schriftrolle des Königshauses. Ein Schlüssel. So, du hast ein großes Schwert. Da bin ich mal auf das Timing gespannt, ob ich das treffen kann. Lassen wir das und machen es uns leicht. Ich habe nämlich keine Heilung mehr jetzt und muss hier eigentlich noch ein bisschen aufräumen. Großer Degen. Degen sind oftmals eher so Schmutz. Sorry. Also ich meine, sicherlich hat jemand Spaß damit, mit so einem Degen zu spielen, aber ich bin keiner dieser Jemande. Oh, da unten geht's auch noch ab. Da ist noch eine Höhle. Mein Gott. Was hier los ist. Hey. Na, rauf mit dir. Danke. Marius, dankeschön. Dir einen guten Weg und viel Erfolg. Scharlachbeule klingt auch spannend. Was ist das? Direkt über meinem Kopf. Das sieht aus wie... Ich wollte jetzt sagen, sowas wie ein Wurmfortsatz, aber... Ich brauche unbedingt einen Ring, der mir... wenigstens ein bisschen Regeneration gibt. Ich habe nämlich jetzt ein kleines Problem. Wie komme ich jetzt hier runter, ohne zu sterben? So. Und da vorne war doch eine Gnade. Wo habe ich die gerade aktiviert? Irgendwo hier. Da.
So, jetzt nochmal. Gucken wir uns mal die Würmer an, die da in der Gegend rumstehen. Was das ist. LOL. LOL? Ich bin mir nicht sicher. Weil hier so eine Statue steht, glaube ich, sollte ich die Umgebung mal von diesen Dingern befreien, die hier außen rum stehen. Bevor mich gleich eine böse Überraschung ereilt, wenn ich da nach vorne gehe. Was droppt ihr? Ruinenfragment. Unnötig. Ich bin mir nicht sicher. Es wirkt alles so... Wir Kugeln warten auf etwas Größeres Ganzes und werden es dann unterstützen, was auch immer es sein mag. Sobald ich da in den blauen Kreis reingehe. Na, gucken wir mal. Gucken wir mal, was passiert gleich. Sobald die Würmchen erledigt sind. So, haben wir irgendwo noch eins? Da. So. Siegelgefängnis des Bluthundes. Siegelgefängnis betreten. Hallo? Hi. Bluthundritter Darryville. Ich will halt parieren. Ich will halt eigentlich parieren. Aber bei ihm weiß ich nicht. Also gut, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das Killen dieser Dinger außenrum irgendwie einen Unterschied oder ob das was das jetzt macht. Ich schau mal, ob ich vielleicht einfach so rein kann.
Gut, die Dinger außenrum scheinen hier, keine, weiß nicht, das sind Wächter vielleicht oder so, die auf ihn aufpassen, auf unseren guten Bluthund. Let's go! Gibt's ja nicht. Wenn ich ihn pariere, habe ich ihn in 4 Hits erledigt. Er ist sehr, sehr schnell und da das Timing zum Parieren zu finden, ist immer sehr schwer. Bei Marikas Pfahl bin ich jetzt direkt bei dem, beim nächsten, oder? Ja. Da ist die Strecke nicht ganz so weit. Gut, also versuchen wir es ohne parieren. Schauen wir mal. Alter. Boah, die Reichweite in dem Moment. Okay, ohne parieren war es 1000-mal einfacher. Ah, Entschuldigung, ich bin leicht allergisch. Unter anderem gehört da, glaube ich, Löwenzahn dazu und ja. Ihr kennt ja unsere Wiesen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei uns ist da schon viel Gelb zu sehen. Und ich war vorhin draußen. So, was machen wir mit euch hier? Da steht doch eine fette Balliste. Ganz ehrlich, das ist doch eine dumme Idee, da jetzt irgendwie versuchen durchzukommen, oder? Das ist doch einfach eine dumme Idee. Da drüben ist eine Gnade. Ha. Ja gut.
Wow, okay. Sie schießt einfach über die Mauer hinweg. Oh, und sie zerstört die Mauer auch. Okay. Ja, warte mal kurz. Wir müssen mal ganz kurz den Kollegen hier platt machen. Deren Leben, warte. Moment. Die Reichweite von diesen Dingern, ne? Nochmal in Deutsch. Also, den Kollegen hier oben platt machen. Da. Nee, ich möchte sagen, die Leben der anderen sind ihm egal. Aber im Zusammenhang mit, ich muss ihn deswegen platt machen. Den Kollegen hier oben platt machen, weil ihm eure Leben egal sind. So, jetzt hat. Mein Gott. Oh. Aber nicht, nein, das ist auch falsch. Ich mache ihn ja nicht platt, weil ihm die Leben egal sind, sondern ich will, das soll nur eine zusätzliche Information zu dem Gegner sein, den ich angreife. Ich habe keine Ahnung, wie ich das in einen Satz verpacke. Mit einem und vielleicht statt einem weil. Oder einfach nur den Kollegen hier oben platt machen, dem eure Leben egal sind. So, jetzt, so passt's. Den Kollegen platt machen, dem eure Leben egal sind. Mein Gott, ey, so schwer ist es dann doch nicht. Kann sich auch dumm anstellen. Wait. Moment. Bevor ich mich jetzt da hinsetze. Heißt das nicht, es müsste hier einen coolen Loot geben? Hallo, kann ich hier nicht nach oben? In die Türme rein oder so? Wie kommt ihr denn da hoch? Ich meine, da sind Leitern und Brücken und so. Da muss man doch hochkommen. Sind einfach nur leere Türme mit einem Übergang, in die man nicht rein kann? Ich dachte, ich krieg bei so Ruinen einen coolen Loot. Das ist doch hier eine Ruine. Brücke des Opfers. Ah. Anscheinend nicht. Nun. Halbinsel der Tränen. Hi, wer bist du? Hello. Is somebody there? Ja. Immer diese Blinden. I've escaped from Castle Morn to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. Und das erzählst du jetzt irgendeinem random Typen, den du nicht siehst. Okay. I fear for father's life. The servants are full wrath.
filled with hatred for every one of us. They've since come for every one of the companions I escaped with. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. Please, I implore you, would you mind taking a letter to my father at the castle? My soul wishes that he escape, even if his honor should be the price. Please. I just want him to be safe. Ich probier's. Dearly, then please, take this. Irinas Brief. Deliver it to my father, who remains in the castle, if you please. Jetzt aber mal, also ich meine, man kann sich ja nicht an jeden Scheiß erinnern, aber ich hab doch hier, was hab ich jetzt, hier hab ich hier irgendwas Cooles bekommen? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt tatsächlich nicht so richtig drauf geachtet. Was mache ich eigentlich mit dem Drachenherz? Am Drachenkommunionsaltar. Drachenkommunium zum Einsatz kommt, verzehrt das Herz eines Drachen am Altar, um euch seine Kraft zu eigen zu machen. Es ist schrecklich, grausam und schön zugleich. Der arme Drache. Ey, aber er hat mich zuerst angegriffen. In der Nacht der schwarzen Messer trug die Rune des Todes dazu bei, dass der erste der Halbgötter niedergestreckt wurde. Später bereitete sie sich über die unterirdischen Wurzeln des großen Baumes im ganzen Zwischenland aus und wächst nun in Form der Todeswurzeln. Okay. Die Gib dies der blinden Jungfer. Ach so, wait. Die blinde Jungfer. Nee, Moment. Nee, die blinde Jungfer habe ich noch nicht gefunden. Meine Jungfer kann sehen. Hey. Okay. Ach. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich glaube, das hier ist ja jetzt schon wieder ein neues Gebiet. Warum ist die Gnade hier nicht aktiv? Da war ich doch gerade hin. Da bin ich doch gerade dran gesessen. Also gut, bei der Burg finde ich, glaube ich, nichts mehr. Irgendwas werde ich schon bekommen haben, wa? Ah, jetzt. Können wir auch kurz auffüllen. Hat die gute Jungfer eigentlich die ganzen Leute hier gekillt? Die blinde Irina? Oh, sie ist weg. LOL. Das ist nicht euer Ernst. Sie ist tot. Ja, das sehe ich. Ich will wissen, wer sie getötet hat. Hätte ich sie irgendwie retten können? So eine Scheiße. Wer setzt denn auch eine Blinde hier einfach so irgendwo hin? Och Mann. Arme Irina. Ja, mit euch will ich eigentlich nichts zu tun haben, um ehrlich zu sein. Zerfleischt ihr mal ruhig.
Hey, da ist der Händler. Ich hab sie sterben lassen? Ja, so ein Blödsinn. Hab mich nur an die Gnade gesetzt, 3 Meter neben ihr. Und danach war sie tot. Ich habe nichts getan. Weiß ich nicht. Brauche ich nicht. Das wird Morn sein. Hätte ich sie mitnehmen können irgendwie? Hätte ich ihr sagen können, bitte geh woanders hin, du, hier ist gefährlich oder was? Hätte ich nochmal anklicken müssen, ne? Ich drücke immer zu wenig auf mit den Leuten reden, immer noch. Obwohl ich echt schon oft drück. Aber das ist voll nervig, dass ich... Was ist das? Hallo? Sucht 3 weise Bestien. Sucht 3 weise Bestien. Hey! Du bist eine weise Bestie. Und was mache ich jetzt mit dir? Muss ich dich schlachten? Aha. Nummer 1. Hallo Hundis. Wollen wir das auf einen anderen Tag verschieben? Ja, ne? Geht schon klar. Also da war die Schildkröte. Was haben wir denn noch für weise Tiere? Was suchen wir noch? Eine Schildkröte? Oder sind es 3 Schildkröten? Könnte natürlich auch sein. So ein Elefant vielleicht? Der eine oder andere sagt ja vielleicht auch, dass Elefanten weise sind. Weiß ich nicht. Die werden ja hier irgendwo in der Umgebung sein, oder? Aha, guck mal an. Nummer 2. Also, es sind 3 Schildkröten. Welchen auffälligen Ort finden wir denn noch? Eigentlich war da oben schon ganz auffällig, ne? Es wird ja jetzt nicht hier unten irgendwo sein oder so. Eulen. Eulen sind auf jeden Fall ebenfalls weise. Ich würde sagen, du warst eine echte Eule. Entschuldigung, schlummerndes Ei. Ah, was ist das hier? Steckt sich da irgendwo eine Schildkröte? Nee, ne? Nee. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Bei der Gnade hier, die müsste ich noch aktivieren, auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ich weiß nur nicht, ob ich dann die Schildkröten nochmal suchen muss, deswegen mache ich es gerade nicht.
Oder ob der Fortschritt theoretisch gespeichert bleibt. Ah, das könnte auch noch sein, da vorne. Ah ne, hier ist nur so ein Weg. Okay, nee. Meine Vermutung ist da oben. Ich wusste nicht, dass die unsichtbar sein können, sonst hätte ich mich da gleich ganz anders angestellt. Okay, jetzt wird's. Die war sehr nah an dem Turm dran. Gehen wir nochmal näher hin. Beide waren relativ nah dran. Oh, hi. Das hat euch jetzt nicht so gefallen, ne? Sorry, Hundis. Der lag halt da rum. Ah, da ist sie. Aha. Im Gebüsch versteckt. Nice. Hi. Nee. Kein so ein besonderes Gemälde. Eicherstein. Speicherstein. Erhöht die Anzahl der Speicherplätze. Was? Warum? Ach, Zauberanzahl. Okay. Ah, wo sehe ich das, wie viele ich habe? Jetzt müsste ich ja 3 haben. Ich glaube, ich hatte nur... Also, weil da steht ja nicht, dass ich den irgendwie anlegen kann oder so. Hallo, Spiel. Oh ja, spring am besten runter.
Inventar. Schriftrolle des Königshauses. Kann ich die... Kann einem studierten Zauberer übergeben werden, um Zugang zu den folgenden Zaubereien zu erhalten. Aha. Mit diesem Wissen könnt ihr Folgendes herstellen, wie man in der Einöde überlebt. Wendet ihr mit einer Kriegsasche eine Affinität an, könnt ihr eine zusätzliche Affinität des Typs schwer, solide oder wertig auswählen. Ein eisernes Schleifmesser mit verschlüsselter Inschrift dient auch als Messer. Was? Oder ist das ein Amulett, das ich ausrüsten muss für einen zusätzlichen Slot? Nee. Ach, das ist... lol. Kritische Treffer regenerieren Lebenspunkte. Das ist ein Amulett? Witzig. Verbessert Angriffe zu Pferde, verbessert Sprungangriffe, erhöht die Lebenskraft. Wett? Keine Ahnung. Der untere Talisman ist gut. Der da. Blitzresistenz ist jetzt nicht so krass. Deswegen werde ich mal den Lebenspunkte-Regenerations-Talisman verwenden. Das passt schon. Macht ja irgendwie auch Sinn. So, jetzt kümmern wir uns mal um die Boys hier. Wow! Hey, 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 hey. Der regeneriert sogar richtig viele Lebenspunkte bei einem Crit. Nicht so Dark Souls-mäßig. Ja, das habe ich erst vorhin bekommen. Also der ist jetzt nicht so, dass ich den schon seit 2 Stunden mit mir rumschlepp. Maximal 1 Stunde. Maximal 1 Stunde habe ich den mit mir rumgeschleppt. Hä, und das war's jetzt hier? Der. Lang genug. Ja. Hätte mir auf jeden Fall schon mal geholfen zwischendurch. Der Kollege hätte mir doch irgendwas Cooles droppen können.
Nun. So, sag mal, wo geht's ran? Ach, jetzt muss ich hierfür absteigen, echt. Wo geht's hin? Da runter. Okay, krass. Herba. Hey, mein Guter. Steinschwertschlüssel, nice. Holy sh... Deroni. Okay, ah, da lang. Ich würde ja gerne, eigentlich würde ich gerne in die zum Drachen, zur Drachenkommunion. Irgendeinem Altar, aber uff, keine Ahnung. Katakomben des Pfählers. Ha! Hatten wir es nicht gestern oder vorgestern? Hatten wir es doch von Vlad, dem Pfähler. Guck mal an, hey, hier gibt's ihn auch. Hi. Tschüss. Ey. Ups. No. Ah ja, nicht weiter schlimm. Unnötig, aber nicht weiter schlimm. Ah, das ist schon mies, ne? Das sind wieder diese kleinen Mistviecher, die in allen Ecken sitzen, die man nicht sehen kann. Na, guck mal, da vorne wartet nämlich schon einer. Komm mal lieber hierher. Du triffst mich nicht mit deinen Messern, vergiss es. Komm her. Ja, ja. Ich weiß schon, dass das ein Bait sein soll hier mit den Messern. Ist es? Ich weiß es doch. Will eigentlich nur schnell das Tor aufmachen und dann... Dann war es das auch schon. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht tun.
Hier war ja nichts in diesen Särgen, ne? Es war in den Katakomben, da war nichts zusätzlich irgendwie, ne. Aha. Okay, ich will schnell da rechts darüber, ne? Ja. Hä? Bin verwirrt. Der hat mich auch gar nicht bis an die Decke hochgefahren. Zum Killen. Hier irgendwo noch ein Durchgang? Runter vielleicht? Nee, das ist Todeswasser da unten, oder? Fährt doch nicht bis unter die Decke. Das killt einen nicht. Also ich werde es jetzt nicht provozieren, aber... Nee, das killt einen nicht. Oh, okay, okay, okay. Okay, man hat einen kurzen Moment, aber irgendwann... Zonk! Hä? Ich bin sehr, sehr, sehr verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Okay, also, weiß nicht, kann mir da jemand helfen? Echt, oder? Runter. Okay, dankeschön. Erstmal als Feigling betitelt werden hier. Das sah für mich nach Todeswasser aus. Ich habe zu viel Angst durch Dark Souls und Erfahrungen mit Wasser. Waren hier in Elden Ring jetzt auch nicht die besten bisher, also. Wow, hi, grüß dich, na?
Nice. Okay. Du hast es einfach probiert. Ja, okay, Thorsten. Was zum Teufel? What the fuck? Silber? Alter, nee. Nee. Das ist... Das ist nicht dein Ernst. Holy shit, Mann, danke, Alter. Ja, das geht jetzt ein Weilchen so. Das gibt's ja gar nicht. Oh Gott, hier sind... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier sind die Kleinen auch noch am Start in dem Bossraum. Das ist ja mies. Und jetzt schreit mich die ganze Zeit dieser Alert an. Geil. Ey, danke, Mann. Unglaublich. Oh, no, no, no. Okay, Nummer 1. Oh, Mist. Alter. Geiler Typ, Mann, Seba, grüß dich. Glaubst du ja nicht. (lacht) 25. Richtiger Gönner, ja voll. Boah. Also ich habe aber noch keine Erfahrung mit irgendwelchen, da kann man ja dann auch irgendwelche Hype-Cranes und so einrichten. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt weiß ich auch noch nicht wirklich, ob ich das will. Ach, Leute. Sobald die Kleinen weg sind, wird's halb so wild. Aber diese kleinen Bastarde hier noch zusätzlich zu dem Dicken, der einem auf den, auf die... Und abonniert auch noch selber mit Prime, Alter. Ey. Vielen Dank. Können erst 3 Leute auslösen. Ich, ja, da müssen wir eben mal drüber sprechen, ob ihr sowas überhaupt wollt. Ich meine, wenn ihr das gerne möchtet, so, dann können wir das schon machen, aber ich brauch's nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Ey, das hier ist eine miese Nummer. Ja, und noch einen, jawohl. Ich glaube, jetzt hört langsam der Sound. Nee, der Sound kommt wieder, okay. Ha, 4 Stück. Ach komm. Ich. Dieser Alert hilft natürlich auch gerade überhaupt nicht.
der mich hier die ganze Zeit anschreit. Da drüben. Jetzt haben wir es gleich. Nee, auch weil die Kamera ihm hinterhergezogen hat. Hat mich der Dicke getroffen. Oh, er lebt immer noch. Er lebt immer noch. So, jetzt gucken wir mal, ob es noch reicht. Mist. Okay, also. Ach, jetzt. Okay. Oh, nee. Uff. Große Rune ausgerüstet? Wie ausrüsten? Moment, wie ausrüsten? Ich habe hier keine Ausrüstung für eine große Rune. Erhöht alle Attribute. Ich kann es nicht nutzen. Es wurde erklärt. Puh. Im Menü für große Runen könnt ihr große Runen ausrüsten, deren Macht wiederhergestellt wurde. Mit einem Runenbogen aktiviert ihr den Effekt der ausgerüsteten großen Rune. Okay, cool. Und mit einem Runenbogen erhöht ihr den Effekt der ausgerüsteten großen Rune. Ich habe einen Runenbogen. Ah, und den nutze ich aber einmalig und dann... Das wurde nicht gut erklärt. Bis ich sterbe, hält der an, der Runenbogen. Damit erhöhe ich aber nur den Effekt. Also das ist jetzt schon aktiv, oder? Setze ich mich wieder hin. Ja, ich würde sagen, aktuell ist es aktiv. Tief. Und wenn ich es benutze, dann ist es noch mal stärker. Das ist krass. Das hat einiges erhöht hier gerade. Sepp, grüß dich! Er sitzt schon wieder im Keller und zockt. Ich war vorhin draußen. Schön, dass ihr am Start seid. Da hinten stand doch gerade so ein Einzelner. Ey, er weicht mir aus. Er weicht schon wieder aus. Du glaubst es ja nicht. Hör auf. Kleinen, dreckigen Bastarde. Es ist so ätzend hier.
Und der Große, der einem dann auch immer noch eine mitgibt. Ah. Das tat jetzt weh, weil ich auch den Runenbogen verwendet hatte, um zu gucken, wie das läuft. Er trifft mich. Ich laufe fünfmal dran vorbei und er trifft mich nicht. Jetzt trifft er mich. Mann. Ey. Ey, das ist... Das hier ist doch so eine... Ich könnte mich gerade schon wieder... Es darf doch nicht wahr sein. Stopp jetzt. Das hier ist wirklich... Also das ist... So eine richtige Bastardnummer hier. Ah, Mann ey! Und dass der Große den Kleinen keinen Schaden macht, ist auch ein bisschen schade. Für mich. Die Kleinen freuen sich natürlich. Ja, der Große, lass mich halt deine kleinen Kumpels erstmal platt machen. Hör auf, mich zu bewerfen. Hör auf, mich zu bewerfen. Du kleine Ratte. Und da rennt er weg. Für die Art ist Elden Ring kritisiert worden, der gleiche Boss, den du schon kennst, nur mit ein paar extra Mobs. Ja, das also ist auch ziemlich unnötig, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann sollen sie lieber dem... Dass er jetzt da ein paar Mobs dabei hat, ist halt saumies. Ja, Seval, Hammer, immer noch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. 25, Alter, total abgefahren. Die Leute. Das ist halt nur nervig. Das macht halt, das ist, ich verstehe gar nicht, also. Was soll das? Ich kann mich ja auch gar nicht auf den Großen konzentrieren, wenn die Kleinen mir hier die ganze Zeit auf die Fresse geben. Oh, endlich. Mit ein paar... Na, zwei Heiltränke. Ach, voll komplett für den Arsch, ey. Ja, ist ja okay. Ist ja gut. Jetzt wieder Feuer? Nee.
Ah, wichtig, wichtig, wichtig. Nice. Ah, gut, 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 gut. Halbmenschenasche. Okay. Oh Mann, oh Mann. So, den Turm habe ich erledigt, das passt. Hier bei der Brücke bin ich mir nicht sicher, ob ich den Gegenstand bekommen habe. Das habe ich erledigt, der Drache ist erledigt. Eigentlich würde ich mich gerne hier im Startgebiet nochmal ein bisschen umgucken. Ich glaube aber, ich habe ziemlich alles abgeklappert, außer die Ecke hier hinten vielleicht noch ein bisschen. Bin jetzt hier nach Süden gegangen. Ich hab's gerade überhaupt nicht sicher. Das Spiel lässt es mir halt offen jetzt, wo ich hingehe, ne? Komplett. Ist ja auch nett. Ah. Bisschen was fehlt, nicht viel. Den Drachenaltar, der wird wahrscheinlich sonst wo sein und nicht hier jetzt irgendwo. Drachen. Ich habe hier so ein tolles Drachenherz, das ich gerne benutzen würde. Ach, warte mal, hier kann ich ja auch Sachen herstellen. Knochenwurfbeil. Giftknochenwurfbeil. Kann ich hier nicht? Ah, da. Beim ersten Gebiet gibt's einen irgendwo. Verstehe. Dann sind diese Altare. Okay, ich war jetzt davon. Ach, ich will immer zum Leuchtfeuer gehen, zum Reisen. Okay, das ist aber schon mal ein sehr guter Hinweis. Und das hier habe ich. Das ist so ein seltsames Symbol. Ich war ja dort, aber da ist nichts. Warte mal. Das ist doch das gleiche wie das hier. Nur, dass es jetzt unter so einem Ding. Da gehen wir hin. Da geht's jetzt hin. Boss killen. Also Zwischenboss, Miniboss, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ha, ich muss da rauf. Voller Elan. Wollte ich gerade in die Richtung, um dann festzustellen, nö. Noch einen höher. Hier war irgendwo so ein Windding, ja. Diese Blitzblumen sind auch echt der Hammer, ey, ne? Diese Riesen sehen auch so seltsam aus. Was bist du denn? Ach, solche habe ich ja schon mal gesehen. Okay, aber in groß ist das. Ja, okay. Ja, habe ich das in groß auch schon gesehen? Ich glaube ja. What the fuck? Ich könnte dir sagen, wo, aber das wäre zu öde. Immer mit der Ruhe. Alles gut. Ich werde schon meinen Weg finden.
Was ist hier gerade? Okay. Keine Ahnung, was hier gerade passiert war. Ah. Eigentlich will ich da hoch. Ah, da hinten rum. Wow. Ich hätte auch einfach hochreiten können. Und dann links rüber. Okay. Umwege wurden begangen. Ja. Wait, da lang. Ich hätte gerne noch eine Gnade hier in der Nähe jetzt gerade, aber... Beim letzten Gefängnis war so eine... Ah ja, guck mal, hier ist so eine Statue, das ist auch in Ordnung. Muss ich die... Die musste ich nicht aktivieren, ne? Sondern das sind einfach, wenn ich hier drin sterbe, dann kann ich dort respawnen. Passt. Siegelgefängnis des Sturmhügels. Und bevor es da reingeht, beenden wir eine YouTube-Folge und ich sage Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.